Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE, Folge 197. Und ich glaube, das sind die richtigen, die wir brauchen. Phasenjäger. Also, zählt schon nach. Ich wollte gerade sagen, wo? So, gerade gucken. Oh, das kann man auch leben. Aber ich glaube, das ist falsch, was er getan hat. Ich will erst darauf schießen. Ich versuche jetzt gleich mal, wenn er fast tot ist, drauf zu schießen. Ja. Piu, piu. Also müssen wir warten, bis er fast tot ist. Dann können wir drauf schießen, ungefähr 20 oder 10%. Oh. So. Jo. Steht da nicht, oder? Nö. Steht nicht, dass er hier irgendwie etwas weniger Energie braucht. Okay, falls er das macht, ist dann auch geil. 20%, 10%. Ja, habe ich immer Angst, dass er runterfällt. Finde ich das ganz cool. So. Pio, hier mit der Prozentanzeige. Das hat nicht hingehauen oder der hatte keine Energie. Das reicht halt auch so. Kämpfer ist es dann nochmal, weil man muss dann darauf achten. Na gut, es gibt auch noch Leder, von daher. Alles sind Vor- und Nachteile. Aber wenn das funktioniert, dann schrumpfen die. Ja, zumindest gerade so aus. Das ist immer doof, wenn man Quests macht. Wenn man größer ist, zum Beispiel wenn wir jetzt Level 100 werden oder so. Der Wolf hat Level Up gehabt. Wenn man Level 100 ist oder so, ist das schon doof, denn der ist falsch. Dann muss man nämlich aufpassen. Meistens ist es ja mit einem One-Hit. Dann kann man die Quest schwieriger machen, wo ich weiß nicht, ob das dann schon funktioniert, wenn man einmal drauf macht, drauf hat und das stirbt. Oder ob man wirklich irgendwie drauf hauen muss, dass es langsam sinkt, dass man es machen kann. Fragen über Fragen. Und ein Netherrochen. Wenn wir Glück haben, ist das dann der letzte Netherrochen, den wir für die Quest brauchen. Für die Giftstachel. Sind doch Giftstachel, oder? Sind doch Stachel. Oh. Das
Werkzeug aus der Spitze tropft und ein Loch in den Boden. Säurestachel. Auch nicht schlecht. Da flog ein NPC runter. Flupp. Aber... Ah, da unten hängt er. Okay. Gut, den lassen wir mal da unten liegen. Nicht, dass wir nachher auch noch da unten liegen. Das wäre eher ungut. Nehmen wir uns lieber den da. Das ist doch mal netter. Perfekt. Was sah aus wie Laptop, das gerade da war. Oder das sind die Dinger, die... So komisch wirken. Wie Level Up. So müssen wir darauf achten. Aua, aua. Weg mit dir. Ja, das sind die Dinger. Okay. In der Nähe ist nix. Sieht cool hier aus, ne? Finde ich auch immer. Das sind die Bio-Kuppeln. Sehen so ultra aus. Fand schon damals richtig cool, als ich hier das erste Mal war. Das war cool. Da fällt wieder einer runter. Okay. Ja, es gibt auch komische NPCs hier. Oh, da sind wieder ein paar. Gut. Da brauchen wir noch 4 Stück. Wenn alle funktionieren, heißt das. Glück haben, kriegen wir die alle hier mit. Eine Zeit lang habe ich zuerst die alle falschen gejagt, die diese komischen Mana-Dinger, die wir eben gesehen haben. Das war natürlich, oh, ja, verdammte Kacke, warum funktioniert das nicht? Dinger am Abschlachten. Quest abgebrochen, angenommen, abgebrochen, angenommen. Da stand nie von wegen hier, Quest noch nie erfüllt. Muss doch funktionieren. Wie es mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass die einen Phasenjäger heißen und die anderen Mana-Jäger oder so. Also wenn er das macht, müsst ihr darauf achten, Phasenjäger, kein Mana-Jäger. Das war auch irgendwie klar, oder? Genau der letzte, nicht funktioniert.
Das Beste. Jawohl. Dann auch schon. Danke sehr. Ja, irgendwo waren noch diese Felsdinger, genau. Die Quest auch abgeben. Jochen brauchen wir nicht unbedingt. Jo. Passt. Geister brauchen wir auch nicht mehr unbedingt. Und wir haben schon fast 50% vom Level geschafft. Okay. Ja, wir machen uns so langsam. 52%. Läuft bei uns. Wie viel Quests noch? Noch 16. Der kleine Extra-Kick. Ach ja, ich glaube, der Typ war Koch oder so, ne? Ja, das kann ja was Leckeres geben, wenn die Stacheln Säure tropfen lassen. Wahrscheinlich macht da draus irgendwas Alkoholgedöns oder so. Zeit ist Geld. Oh. Das sieht ja gut aus. Crit Distanzkraft. Oh, 14 Distanzkraft, ne? Bald wieder. 50 und noch 15 Quest. Redet mit mir. Kaufen. Kaufen. Das lassen wir. Wenn doch theoretisch noch eine Quest irgendwo abgeben. Ja. Huh. In Teilung, okay, vergiss es. 2 Gold, 2 Gold, 2 Gold, 2,15 Euro. 64, das nehmen wir mit. Ist das denn besser als unseres? Manarek. Wieso? Ja gut, geht. Aber wir haben ja das. Oh, Trefferwertung, Distanzkraft. Das nehmen wir mit. Auch wenn es jetzt Leder ist, das ist aber egal. Denn hier spielt das ja noch nicht so die große Rolle. Guck mal da noch. Sind die denn aus? Na ja, gut. Geht so vom Aussehen, aber Aussehen ist nicht alles. Jetzt denkt man, könnte es ja anpassen, weil wegen hier, ne? Anpassung, bla bla, das gibt's noch nicht. Das gab's erst ab Katar, glaube ich. Oh, da Mr. Pandaria. Mr. Pandaria, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann. So, jetzt haben wir den Stab. Jetzt können wir den Erzmagier rufen. Da kriegen wir dann auch fest. Und den können wir immer rufen, das heißt, wir müssen nicht dann irgendwie in die Stadt hier eiern oder so. Jetzt haben wir für 22 Trefferwertung. Oh, das ist gut. Und plus den 29 Trefferwertung. Das ist schon mal wirklich gut. Trefferwertung ist richtig wichtig. Hier. Noch. So, können wir noch ein bisschen verkaufen gehen.
weg, das weg. Das Quest. Schupa. Auch weg. Nur noch gebrauchen. Hofgedöns, Wasser trinken wir. Bisschen aufgeräumt. Ja, schön. Würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Let's Play WoW und die Burning Crusade. Auf Wiedersehen.